Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar Amnesia The Dark Descent. Oh, Descent, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist ja auch egal. So, das ist jetzt natürlich ein etwas anderes Spiel als Deponia. Ein bisschen düsterer, ein bisschen gruseliger, aber eigentlich ja auch ein Adventure, weil es darum geht, Rätsel zu lösen und weiterzukommen. Okay. Aber es ist wohl eher nicht so lustig. Das heißt auch, dass ich eher nicht so viele Witze machen werde, wenn ich denn mal welche gemacht habe überhaupt. Und ich werde mich an manchen Stellen wahrscheinlich auch ein bisschen ruhiger verhalten, weil wenn man selber angespannt ist und konzentriert ist oder Angst hat oder was auch immer, dann ist man natürlich ein bisschen ruhiger. Aber trotzdem heißt das nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit stumm schweigen werde. Also ich werde mich schon bemühen, auf jeden Fall meinen Senf dazu zu geben. Aber wenn ich die ganze Zeit nur rumlabere, dann zerstört das ja auch ein bisschen die Atmosphäre. Ja, und zwar Atmosphäre, also ich spiele gerade samstags mitten, spät in der Nacht. Es ist also atmosphärisch sehr gut, mein Licht ist aus, es ist sehr düster in meinem Zimmer und ich werde die Amnesia-Folgen auch immer erst abends hochladen, damit, wenn ihr sie euch direkt angucken wollt, ihr sie auch im Dunkeln angucken müsst. Hihihi, nein. Wird wahrscheinlich eh nichts ändern, ob man sich die jetzt selbst anguckt im Dunkeln oder im Hellen. Wenn man es anguckt, ist ja eher nicht so gruselig. Vielleicht finden das auch alle anderen gar nicht gruselig, sondern nur ich finde solche Spiele gruselig, was auch immer. Okay, also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also das Spiel ist mit, also Englisch gesprochen, aber deutscher Untertitel und deutsche Texte. Und die deutschen Texte werde ich dann auch vorlesen, aber es ist auch ziemlich viel synchronisiert. Ich kenne ein bisschen vom Anfang des Spiels schon, aber das ist ungefähr 2, 3 Jahre her, dass ich das gesehen habe, weil ich mal so ein kleines Video gesehen habe, als das Spiel rausgekommen ist. Also kann mich auch an fast nichts mehr erinnern, außer halt ein bisschen so von der Mechanik her und was soll ich sagen, ein bisschen wie es aussieht, was so noch kommt, aber wirklich nur ganz wenig und ganz, so ganz schwache Erinnerung. Egal, genug gelabert würde ich sagen, wir stürzen uns einfach mal ins Spiel. Ja, neues Spiel beginnt. Ja, ein neues Spiel. So, ich hoffe, das ist hell genug für YouTube. Wenn man sich selbst hier zu hell macht, dann ist es natürlich nicht mal wirklich gruselig, wenn der Bildschirm so hell leuchtet. Aber wenn ich es so dunkel mache, dann sieht man auf YouTube gar nichts mehr, glaube ich. Deswegen habe ich es ein bisschen erhöht, aber nicht zu sehr. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Jawohl. Okidok. Also. Ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. J. Mit M kannst du auf die Mementos schneller zugreifen. Sieh sie dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Okidok. Also, wir haben es ja gerade schon gesehen. Wir sind Daniel und wir haben uns gerade ein bisschen durch die Gegend geschliffen und sind jetzt zusammengebrochen und jetzt gerade hier aufgewacht auf dieser Rosenblatt. Also hier liegen so ein paar Rosenblätter rum und eine pinke Spur und uns wurde der Tipp gegeben, wenn wir auf M drücken, wird uns weitergeholfen. Und da steht auch, wir sollen der Spur folgen und ihre Quelle finden. So, ich weiß noch, wie man steuert, WASD normal und Türen konnte man mit links... Ja, so öffnen. Und ich glaube, man konnte sie auch irgendwie aufstoßen. Ah ja, so. Okay, wenn man links ein bisschen so kurz klickt, dann aufstößt und dann rechts drückt. Ja, okay. So. Genau, dann gab es noch diese Zunderbüchsen, damit konnte man Feuer machen. Auf Tab haben wir ein kleines Menü, also ein Inventar. Hier sehen wir Zunderbüchsen. Unser Inventar ist noch leer und hier unsere geistige und körperliche Zustand. Genau.
So, und ich glaube, das ist doch noch ein bisschen hell. Ich gucke nur mal kurz. Oh ja, das ist ein bisschen sehr hell. So müsste es eigentlich okay sein. Ja, sieht schon besser aus. Hat sich anscheinend letztes Mal nicht gespeichert, als ich das zurückgestellt habe. Naja. Okidok. So, ich würde sagen, dann folgen wir einfach mal der pinken Spur. Der, ja, was auch immer das für Zeug sein könnte. Sieht aus wie von einem Erdbeershake oder so. Folgen wir einfach mal der Spur. Aber gucken unterwegs, was es hier noch so gibt. Lichter zum Anzünden, aber ich will die Zunderbüchse nicht verbrauchen. So, und wer übrigens eben gesehen hat. Oh, wir kippen mal ein bisschen um, das mache ich nicht mit Absicht. Ja, wer eben gesehen hat, während wir uns so durch die Gänge geschleift hat, also wenn man genau hingeguckt hat, dann haben wir uns praktisch. Oh, ja, Tür aufgegangen. Wenn man genau hingeguckt hat, wir haben uns praktisch gerade rückwärts bewegt und sind diesen Gang hier lang gegangen. Und währenddessen konnte man auch schon steuern und. Ja, da hat der Ritter leider seinen Kopf verloren. Was soll's? So, können wir durch die Tür? Offenbar nicht. Okidok, dann gehen wir mal weiter. Natürlich immer in alles reingucken, was wir so finden. Noch mehr Zunderbüchsen. Also den Anfang hier, den hatte ich schon ein bisschen gespielt, um zu gucken, wie es mit der Aufnahme und so geht. Aber gleich ist es dann auch schon zu Ende. Wenn wir durch die nächste Tür oder durch die übernächste gehen, dann weiß ich schon nicht mehr, wie es aussieht. So, noch eine Zunderbüchse. Gegenstände können wir aufnehmen mit Linksklick und dann mit rechts werfen. Also ich glaube, praktisch alles kann man mitnehmen und überall hinwerfen. Zum Beispiel da einen Kronleuchter. Und drehen kann man, wenn man R gedrückt hält. Um eine bessere Wurfposition zu erlangen oder so. Naja. Sagen wir, gucken ein bisschen ins Feuer. Schön. Wie auf Super RTL damals, als es nachts nur noch das Lagerfeuer gab. Das Kaminfeuer, meine ich, wo man dann reinstarren konnte. Sehr schön. War auch auf Super RTL, oder? Ich weiß gerade nicht mehr. So, hier haben wir schon reingeguckt. Ne, achso, den habe ich vorhin schon geöffnet. Ja, stimmt. Nehmen wir mit. Können wir auch mitnehmen, auch wenn wir nicht viel damit anfangen können. Gut gelandet. Expelliarmus! Ah ne, Moment, das war ja mit Zauberstab, nicht mit Besen. Können wir rauf springen? Sehr schön. Auf einer höheren Position fühlt man sich doch immer sicherer. Ich bin Batman! Wah! Habt ihr nicht die Schritte gehört? Ich weiß es nicht. Die Wände kommen näher. Was? Ah! Was zum. Ich will hier weg. Ah! Okay, es war nur ein kleiner Nervenzusammenbruch. Und die Kronleuchter, nein, der Kronleuchter wackelt. Ich dachte, über uns wäre noch einer. Na, die Spur geht hier aber mal weiter. Also es ist wahrscheinlich unsere eigene Spur, der wir folgen. Okay, also ab hier weiß ich es nicht mehr. Ich habe bis hierhin so ungefähr gespielt. Okay, die Tür macht mir Angst. Warum geht die auf? Wir bewaffnen uns mit einem Stuhl. Und gucken mal. Irgendwie. Ist da zu? Ne, da ist auch offen. Aber da ist anscheinend nichts drin. Da ist auch nichts. Okay, dann gucke ich erstmal hier. Oh, hier ist ein umgefallener Schrank. Aber nichts drin. Wir können uns drin verstecken. Jetzt bin ich dieser Typ aus der Sesamstraße, der Grüne, der sich immer in der Mülltonne versteckt. Nicht versteckt, aber der da drin lebt oder was auch immer tut. Oh, hier ist es ganz schön düster. Achso, ein Ritter.
Zunderbüchse. Irgendwie wälzt sich der Bildschirm so ein bisschen. Und das hört sich nach ekligen Käfern an. Naja. Okay, gehen wir mal hier rein. Auch wenn hier nichts drin ist. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern, zünde die Lichter in deiner Umgebung an, oder? Ah, okay. Okay. Also im Dunkeln geht es uns nicht gut, deswegen sollen wir. Oh, unser geistiger Zustand hat sich soeben verschlechtert. Leichte Kopfschmerzen, okay. Im Dunkeln sollen wir also nicht sein. Entweder Licht machen oder weglaufen vom Dunkeln. Wo auch immer dieser Windzug jetzt herkam. Die Gemälde sind schön gemacht, finde ich. So. Dann, wenn man das mal mit der Wand vergleicht, wie genau da die Textur ist und dann das Gemälde. Ist doch schon ziemlich genau. Jetzt haben wir hier einen Geigenspieler und im Hintergrund einen Typen, der Ochsen antreibt oder Kühe. Die Brücke erinnert mich an Oblivion. So, hier ist diese Imperial City, diese in der Mitte, die Stadt. Das ist so eine Brücke, die dahin führt. Naja, vielleicht ein bisschen Einbildung. Okay, ich glaube, hier muss man nicht großartig zu sagen, worum es auf diesem Bild geht. Und das ist das Alibaba und die, was weiß ich, wie vielen Räuber, keine Ahnung. Ich bild mir das alles nur ein, egal. Ja, vielleicht sollte ich nicht so viel Zeit damit verschwenden, mir dämliche Bilder anzugucken. Aber ich finde die interessant. Aber naja, ich werde nicht alle während des Spiels angucken. Sind wahrscheinlich ein paar Wiederholungen sowieso dabei. Können wir es aufnehmen? Schade. Ich dachte, wir könnten uns schick kleiden. Ha! Schließen. Habe ich den Stuhl dazwischen geklemmt? Oh ja. Okay. Können wir die Vorhänge zurückziehen? Offenbar nicht. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich halte mich hier wahrscheinlich total unnötig lange in diesen blöden Räumen auf. Ist es hier zu dunkel? Oder können wir noch lang? Schon wieder so ein kalter Wirbel. Düster. Stein. Bewaffne dich und schlag die Tür ein. Oder wirf so doll gegen die Tür, dass er wegfliegt. Alter, ich. Achso, das ist ein neuer Abschnitt, okay. Lass mir eben umsetzen. Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Tritt in seinen Bauch spürte. Hazel versteckte sich, aus Angst bestraft zu werden. Okay. Also anscheinend erzählen die Ladescreen-Geschichten immer so eine kleine Backstory oder so. Weiß es noch nicht genau. Waren das Schritte? Also mal meine eigenen Schritte, okay. Ach so, das ist irgendein Laken, was im Wind weht oder so. Licht, 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 Licht. Ich hab Angst. Ich will hier weg. Jetzt ist hier drinnen, was ich sehe, ist schon kommen. Ah, hier ist nichts, okay. Ah, bestimmt sind hier wertvolle Sachen drin. Schätze. Mein Schatz. Truhe. Ist das eine Truhe? Offenbar nicht. Wo kommen die denn her? Habe ich die vorher übersehen oder waren die da vorher nicht? Okay. Ich würde sagen, wir halluzinieren ein bisschen. Was her damit? Haben wir sonst noch was? Stapel Zettel oder ein Buch, was. Okay, Bücher, die mit Zetteln vollgestopft sind. Ansonsten haben wir hier nichts mehr anscheinend. Ich will da nicht wieder raus. Hier ist es so schön hell. Naja. Schnell, schnell, schnell. Da kommt doch bestimmt gleich irgendwas. Also für die unter euch, die es noch nicht wissen. In diesem Spiel kann man nicht kämpfen. Man kann Gegner zwar zurückstoßen,
Was für Gegner das sind, das werden wir noch sehen, aber man kann halt nur weglaufen, man kann sie nicht töten. Also wenn man den Gegner sieht, dann muss man wohl oder übel weglaufen. Deswegen habe ich auch Schiss, dass hier irgendwelche Gegner rumlungern. So. Wie entwickeln sind denn diese? Oh, das sieht schön aus. Entwickeln sich denn diese ganzen kleinen Wirbel hier drin? Haben wir jetzt schlechter geistiger Zustand oder so? Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Okay, also anscheinend schon schlechter als vorher. Das ist doch eine Truhe, oder? Ah, tatsächlich. Oh ja, eine ganze Zunderbüchse. Ich habe mir auch immer Truhen. Also wirklich. Wofür könnte man den ganzen Platz da drin sonst verbrauchen, außer für eine Zunderbüchse? Bücher. Friss dies, Pflanze. Friss das, Papierstapel. Oh, was ist das? Eine Lampe. Das sieht aus wie ein Tonic aus Bioshock, so wenn die auf dem Boden lagen. Naja. Friss dies, Lampe. Pflanze. Kann ich die Pflanze mitnehmen? Oh, wie schön. Der Fiskus, der gehört hier auf den Tisch. Nein! Wow, ganz schön weit geslidet. Naja, jetzt bleibt er halt da. Ich will ja nicht nochmal zurückgehen. Achso, du hast die Laterne aufgehoben. Ist sie mit Öl gefüllt? Blablabla. Kann ich sie mit F anmachen? Laterne aus. Und das ist unser Öl? Öl für die Laternenflamme. Erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr genutzt werden. Okidok. Okay. Immer noch mehr Bücher. Hier könnten wir die Dinger anzünden, aber ich spare mir mal mein Öl. Ah, das war falsch. Nein. Ah. Meine Güte, ich wollte aufmachen und habe aus Versehen die Lampe weggepackt. So, hier ist aber hell, ne? Was haben wir hier? Bücher. Ich habe das Gefühl, wir sind hier in einer sehr erdbebenreichen Region. Und viele Wirbelstürme gibt es ja auch oder so. Also sehr Wetter beeinflusst. Ist das eine Truhe? Das sieht zumindest genauso aus wie die andere Truhe, aber die geht halt nicht zu öffnen. Aber wir sind ganz schön stark. Wir können die einfach mal so hochnehmen und durch die Gegend werfen. Hey, da war doch was. Ha, gerade so im Augenwinkel gesehen. Hier ist ein Buch, aber das können wir offenbar nicht lesen. Die Spur geht da weiter. Haben wir hier noch was in der Ecke? Nee. Da ist aber noch ein Schrank und ein Kamin. Nein, meine Haare brennen. Das Ding wackelt noch immer. Eine Zunderbüchse. Die werden hier im Schloss oder Burg auch echt an den komischen Stellen aufbewahrt. Ja, was sind das für Wappen? Vielleicht kann man daran sehen, wo wir sind. Zwei Adler. Zweiköpfiger Adler. War das nicht mal das ehemalige Symbol von Deutschland? Was auch immer. Okay, gehen wir mal weiter.